Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet hast. Heute habe ich eine 10-minütige Yoga-Morgenroutine vorbereitet, die sich, wie der Name schon sagt, prima in der Früh anbietet, aber dadurch, dass sie eben nur 10 Minuten lang ist, auch gerne mal zwischendurch eingeschoben werden kann, um den ganzen Körper einfach ein bisschen durchzumobilisieren. Nehmt euch die Zeit, setzt euch die Prioritäten für euren Körper, nehmt euch die 10 Minuten. Hilfsmittel benötigt ihr keine, lediglich bequeme Yoga-Klamotten und eine Unterlage. Und dann würde ich sagen, machen wir uns bereit. Bis gleich auf der Matte. Wir starten im Schneidersitz. Setz dich bequem hin, richte deinen Oberkörper gerade nach oben auf, schließ gerne deine Augen und schenk dir hier zunächst einmal 3 tiefe Atemzüge, um auf deiner Matte anzukommen. Nimm mit dem Einatmen ganz viel frische und neue Energie auf und löst dich mit dem Ausatmen von allem Alten, was nicht mehr zu dir gehört. Atme tief ein und aus. Letztes Mal kraftvoll und tief ein und lösend durch den Mund wieder aus. Öffne nun ganz sanft deine Augen und dann fang an, dein Becken zu kreisen. Zuerst ganz klein und dann wird immer ein bisschen größer. Sufi-Kreise. Wunderbar. Dann wechsel auch die Bewegungsrichtung. Bleib zunächst groß. Dann wird Stück für Stück wieder kleiner in deinem Bewegungsradius, bis du wieder in der Mitte angekommen bist. Dann heb mit dem nächsten Einatmen die Hände weit über den Kopf und dreh dich mit dem Ausatmen zur rechten Seite. Die linke Hand stützt auf deinem rechten Knie und die rechte ist hinter dir aufgestellt. Einatmen, Arme nach oben heben. Und ausatmen, dreh dich nach links. Noch einmal, atme ein, heb die Hände weit nach oben. Und atme aus, öffne dich nach rechts. Einatmen, zurück zur Mitte. Und ausatmen, nach links. Sehr schön. Mit dem nächsten Einatmen, komm wieder hoch zur Mitte. Und dann atme aus, führe deine Hände hinter deinem Rücken zusammen und verschling die Finger ineinander. Zieh die Faust nach hinten und heb den Blick. Entweder bleibe hier und atme in die Weite von Brust- und Herzraum. Oder wenn du mehr willst, löse die Verschränkung, stell die Fingerkuppen auf und schieb dein Becken nach vorne und oben. Heb dein Gesäß richtig von der Matte ab. Ganz genau. Und dann bring dein Gesäß wieder zurück zu Boden. Löse das Ganze wieder auf. Und von hier aus streck dein rechtes Bein zur rechten Seite. Stell die linke Hand neben dir auf. Und dann kreis den rechten Arm über vorne rüber zur linken Seite, während du dein Becken nach oben schiebst. Drück deine Fußaußenkante in den Boden, kreier Länge in deiner rechten Flanke. Dann komm zurück zur Mitte, wechsel die Seiten, streck dein linkes Bein aus, winkel dein rechtes Bein an. Stell die rechte Hand neben dir auf und dann kreis den linken Arm über vorne rüber zur rechten Seite, während du dein Becken nach oben schiebst. Erde die linke Fußaußenkante. Und kreier jetzt ganz viel Länge in deiner linken Flanke. Wunderbar. Dann löse auch hier ganz langsam wieder auf. Komm zur Mitte, kreuz die Beine und finde den Weg in den Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften und die Füße aufgestellt. Mit der nächsten Einatmung komm ins geführte Hohlkreuz, heb dein Herz.
Ausatmen, Katzenbuckel, mach den Rücken so rund wie du kannst, saug den Nabel ein. Einatmen, Hohlkreuz, Herz heben, nimm die Schultern zurück. Ausatmen, nochmal Katzenbuckel, schieb den Boden unter dir weg. Letztes Mal, einatmen, Hohlkreuz. Und Achtung, ausatmen, schieb dich mit dem Ausatmen von hier aus in den ersten herabschauenden Hund. Mach den Schritt gegebenenfalls gerne ein bisschen größer. Lass die Beine leicht gebeugt und richte dich hier kurz ein. Schieb die Fersen abwechselnd Richtung Boden, beweg den Kopf, mach intuitiv das, was sich jetzt gut und richtig anfühlt. Und nimm dann nochmal wahr, wie sich dein Körper hier heute Morgen in dieser Position anfühlt. Wunderbar. Dann komm für einen kurzen Moment in einen ruhigen, herabschauenden Hund. Und dann wandere mit ganz vielen kleinen Schritten nach vorne und dort angekommen, roll dich Wirbel für Wirbel nach oben in den Stand. Dann verhake einmal deine Daumen ineinander, atme ein, zieh die Hände weit nach oben und dann lehn dich hier mal so nach rechts und links, so wie du möchtest. Streck dich in die Länge. Öffne deine rechte und linke Körperhälfte, räkel dich mal. Und dann komm zurück zur Mitte. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug hier und dann löse mit dem Ausatmen auf, beug dich vornüber, ganze Vorbeuge. Einatmen, heb den Blick, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, steig zurück, Yoga-Liegestütz. Einatmen hier. Und senk mit dem Ausatmen über Knie, Brust und Kinn ab. Einatmen, heb dein Brustbein für die kleine Kobra. Die Ellenbogen sind eng am Körper und ziehen nach hinten. Ausatmen, leg mit Länge ab, verlagere dein Gewicht nach hinten und dann schieb dein Becken hoch für den herabschauenden Hund. Atme ein, heb dein rechtes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Atme aus, stell den rechten Fuß zwischen den Händen ab, heb den Blick. Einatmen, verlagere dein Gewicht nach hinten, streck dein rechtes Bein, Runner Stretch. Und ausatmen, komm wieder nach vorn und schieb dein rechtes Bein nach hinten für deinen dreibeinigen Hund. Und dann bring den Fuß zu Boden, normaler, herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Sehr gut. Wir machen direkt weiter mit der anderen Seite. Atme ein, heb dein linkes Bein nach oben, dreibeiniger Hund. Atme aus, linker Fuß zwischen die Hände, Blick heben. Mit dem nächsten Einatmen verlagere dein Gewicht nach hinten für unseren Runner Stretch. Ein Atemzug hier. Und mit dem Ausatmen komm wieder nach vorne in den Low Lunge. Und von hier direkt in den dreibeinigen Hund. Ausatmen, normaler, herabschauender Hund. Prima. Führe von hier deine Knie achtsam zu Boden und stell sie genau unter deinen Hüften auf. Nun wandere mit deinen Händen nach vorne und senk den Oberkörper ab, die Stirn zieht Richtung Boden. Schau, dass deine Hüften und deine Knie eine Linie bilden. Entspann deine Schultern. Dein Gesicht und gib dir einen kurzen Moment, in diese Haltung zu finden und deinen gesamten Brustraum zu öffnen. Schenk dir noch einen tiefen Atemzug ein. Und dann senk mit dem Ausatmen dein Gesäß ab, leg deine Arme neben dir zu Boden und spür kurz nach in dieser Variante des Kindes. Erlaube deinem Körper ganz schwer zu werden, vertiefe deinen Atem und lass die Augen geschlossen.
Dann richte deinen Oberkörper ganz langsam auf. Lass die Augen gerne noch geschlossen. Und dann neige deinen Kopf zur rechten Seite. Spür die sanfte Dehnung in deinem linken Nacken. Dann komm langsam wieder zurück zur Mitte und neig den Kopf nach links. Das linke Ohr zieht zur linken Schulter. Dein Kopf wird ganz schwer. Und erlaube hier, die Schwerkraft für dich arbeiten zu lassen. Dann komm wieder zurück zur Mitte. Atme ein, heb die Arme noch einmal weit über den Kopf nach oben. Und dann bring mit dem Ausatmen die Hände vors Herz, senk den Blick. Verneig dich vor dir und deiner Yoga-Praxis. Schenk dir selbst ein Lächeln und behalte dir deine gute Energie bei und gib sie weiter an die Menschen, denen du heute begegnest. Danke, dass du mit dabei warst. Danke für dein Vertrauen. Namaste.